Was geht ab, Schlimbecks Podcast-Fans? Wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, könnt ihr das am 4. November in Osnabrück in Hennes Kaffeebar. Da spiele ich mein Solo-Programm Ehrenpapa. Genau. Und am Samstag bin ich in Burghausen, moderiere die Comedy Nacht des Grauens. Und Montag bis Freitag bin ich mit meiner Comedy Lounge wieder unterwegs in Dachau, Ingolstadt, Augsburg, Fürstenfeldbruck und Schongau. Mit dabei ein Comedian aus USA, nämlich Oscar Collazos, wird auf Englisch spielen. Freue ich mich megamäßig drauf. Und bevor ich in den Podcast starte, entschuldige ich mich für das katastrophale Bild. Ich habe einen Hintergrund aufgehängt, weil ich irgendwie cool sein wollte und der war nicht gebügelt. Also wahnsinnig mies. Und ich habe auch ein tolles Stereo-Mikrofon aufgebaut, wo dann nach 5 Minuten die Speicherkarte voll war. Also alles super unprofessionell. Bitte keine Daumen nach unten. Bitte lobt mich trotzdem in den Kommentaren. Und ja, jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß. Was geht ab? Es ist wieder Zeit für Schlimbecks Podcast für Mittwoch, den 16. Oktober 2019. Jedes Mal, ein einziges Mal habe ich es hinbekommen. Ich bin ein bisschen angepisst, ich habe nämlich mein Handy-Stativ zerbrochen. Es ist mir gerade jetzt im Einlichen, ist es mir runtergefallen, umgekippt. Gott sei Dank ist das Handy noch heil, mit dem ich hier filme. Und ein iPhone XR übrigens, was echt eine gute Selfie-Kamera hat. Ich glaube, das sind können keine Klagen hier entstehen. Wobei man dazu sagen muss, das Bild ist leicht schief. Das Bild ist schief. Ich muss nochmal neu justieren. Ich mache einfach. Fuck, ich lasse es einfach laufen. Ist mir scheißegal, was immer alle sagen. Ah! Ich muss hier improvisieren. So. Einigermaßen, ja. Ich muss improvisieren, weil mein Handy-Stativ zerbrochen ist. Und deswegen, fuck. Ich fucking hasse diese Scheiße. Sorry, dass ich hier so fluche. Okay, so ist gut. Jetzt, so können wir weitermachen. Es ist ja vorher beim Einrichten, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, Schatz, wenn du nachher runterkommst, dann steig nicht aufs Kabel. Und da bin ich aufs Kabel gestiegen, das Handy-Stativ ist umgefallen. Und die Halterung ist zerbrochen, nämlich genau da, wo sie zerbrechen soll. Nämlich die wichtigste Stelle am ganzen Stativ ist natürlich aus Plastik. Klar, logisch. Natürlich, weil wenn es einmal umfällt, ist es futsch. Hätte ich lieber nicht noch mehr Geld ausgegeben, weil ich glaube, die hätten dann auch nicht noch mehr in Solidität investiert, sondern einfach nur in perfekt kalkulierte Sollbruchstellen. Die Hurensöhne von Hama. Ja, an dieser Stelle Grüße an die Hersteller meines Handy-Stativs. Ich habe wahrscheinlich an der falschen Stelle gespart oder eben richtig, weil das teurere wäre auch kaputt gegangen. Ja, ich habe auch ein zweites Mikro hier am Laufen, weil die Tech-Nerds unter euch sich immer beschweren und sagen, ich habe es nicht irgendwie nach... ich habe nach unten geguckt, ob das Mikro läuft. Die Tech-Nerds beschweren sich, dass der Ton manchmal ein bisschen komisch ist, vor allem wenn ich mit Leuten im Interview bin. Und dann ist eben das Handy ein bisschen weit weg von mir und der Raum hallt so ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt ein zweites Mikro zu Rate gezogen, zur Seite, mir beiseite gestellt. Ich habe ein zweites Mikro mir zu Hilfe genommen. Ich habe ein zweites, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ihr seid diesmal mit dem Ton happy. Ihr seid mit dem Ton zufrieden. Ja. Okay, also es ist Mittwoch, der 16. Wenn ihr das hört, ist es der 16. Oktober und ich habe diesen Podcast jetzt schon ein kleines bisschen früher aufgezeichnet, weil ich bin nämlich, das schaffe ich nicht, dass ich am Mittwoch, weil ich bin am Dienstagabend gestern in Krefeld gewesen, ja, und habe dort mein Comedy-Solo gespielt in der Monkey Night von Volker Diefes im Jazzkeller Krefeld und ja, jetzt befinde ich mich wahrscheinlich, jetzt wo ich das normalerweise aufzeichnen würde, jetzt wo ihr es hört, befinde ich mich auf der Zugrückfahrt und hört mir selber den gerade frisch veröffentlichten Schlimbecks Podcast an. Und wer kommt denn da? Da kommt meine sehr liebe, nicht über das Kabel steigende Interviewgesellin. Hallo Stefanie, wie geht's dir denn? Hallo, hallo. Guck mal, mein Weibchen ist da. Hallo. Ich habe hier ein Mikro. Hallo. Wir müssen aber nicht da reinsprechen, wir können einfach so reden. Hallo. Hallo, hallo. Okay, okay. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe gemerkt, die Klickzahlen gehen hoch, wenn du mit im Bild bist. So, darum bittest du, dass ich dabei bin. Ja. So, ich komm heute nur kurz vorbei. Ja, wir haben was Schönes erlebt, nämlich wir waren im Zirkus Roncalli. Wunderschön. Wann war das?
Samstagabend? Samstag, ja. Wir waren da eingeladen und ich habe es total vergessen, aber danke, du hast dran gedacht. Und die Dankeschön, Gabi Sonne, Gabi Hildenbrand. Hildenbrand. Vielen, vielen Dank. Ja, es gibt nämlich so PR-Damen, PR-Ladies nennt man sie in der Szene, die einen immer einladen, wenn es tolle neue Sachen gibt. Und dann dürfen Freibiergesichter wie wir quasi die Promis dürfen dahin und wir dürfen unsere Fressen in die Kamera halten, wenn dann Abendzeitung oder sonst was. Jetzt schnüffelt der Hund am Mikro. Es ist Wahnsinn. Immer wenn du dabei bist, dann ist der Hund auch dabei. Sie hat mich gern. Ja, sie okay, hat dich gern. Okay, gut. Da werden Freibiergesichter wie du und ich eingeladen und dürfen der Veranstaltung etwas Glamour verleihen. Und das haben wir getan, oder? Ja. Haben wir gut ausgesehen? Du hast atemberaubend ausgesehen. Wirklich? Ja. Danke. Richtig geil. Danke. Richtig cool. Das Krasse ist, wir haben die ganzen anderen Leute gesehen. Alle altern. Wir haben gesagt, wir würden das nicht sagen. Ja, aber es war schon so, es war schon ein bisschen, die, sagen wir mal so, die Munich High Society, da wächst niemand nach. Die Munich High Society haben keinen wirklichen Nachwuchs, weil früher war München ja eine Filmstadt. Da war Bernd Eichinger war in München und alles, was halt da so sich quasi in seinem Dunstkreis bewegt hat. Und seit Bernd halt, der unseren Erkan und Stefan Film damals mitproduziert hat, mit Konstantin Film, seit der leider verstorben ist, hat sich wirklich München als Filmstadt nicht so wirklich behaupten können. Ich weiß nicht, wir sind in den letzten paar Jahren nicht so oft unterwegs gewesen. Stimmt auch, ja. Und nur diesen kurzen so, ja, Eindruck zu bekommen, nur von Ron Colley. Ja, aber ich wollte noch kurz meinen Gedanken zu Ende bringen, dass einfach viele Leute nach Berlin gezogen sind. Also viele Filmschaffende sind in Berlin mittlerweile. In München, hey, wir hatten noch die Kessler-Zwillinge, die haben die exhumiert. Da waren die Kessler-Zwillinge. Ja, wer ist das, genau? Die haben in den 50er Jahren waren die Schauspielerinnen. Ich weiß noch, John war auch da bei der Roncalli-Premiere, also Erkan für alle Nicht-Spezialisten. Und er hat gesagt, er hat Fotos gemacht für Abendzeitung oder sowas. Und plötzlich hieß es, da kommen die Kessler-Zwillinge. Und dann sind alle hingerannt. Über ihn drüber. Der war so gefrustet. Das habe ich einmal, haben wir das miterlebt, da waren wir irgendwo im Bayerischen Hof und plötzlich kam Boris Becker. Und die Leute haben sich, die sind fast über uns drüber gestiegen. Die Fotografen, die Paparazzi. Ist halt so. Es gibt halt A-Promis und dann gibt es B-Promis, dann gibt es Umlaut-Promis wie wir, oder? Wir arbeiten uns langsam wieder hoch. Entschuldigung, ja. Du bist ein Umlaut-Promi. Ich bin der Frau von Umlaut-Promi. Und dann gibt es noch die Kessler-Zwillinge. Dann gibt es die Friedhof-Promis. Die leben ja noch. Also man sagt. Was ist mit deinem Hintergrund? Ich habe einen Hintergrund aufgehängt, damit es hier ein bisschen seriöser wirkt. Yeah, nein, es ist Trauerflor für die. Und du bist wirklich mit deinem vor. Schwarzen Hemd. Ja, ist das cool, oder? Ja. No. Na, ich weiß nicht. Schau, wenn wir irgendwo hier im Haus die Kamera aufbauen, dann sieht man immer so viele private Sachen. Und du sagst selber, nee, das will ich nicht und das will ich nicht, dass man das sieht im Hintergrund, oder? Und dann dachte ich mir, mache ich mal irgendwie einen neutralen Hintergrund. Vielleicht kann man das auch in Zukunft machen. Oder? Nimmst du das jetzt persönlich? Ich nehme es tierisch persönlich. Du, dein Florian Schlimbeck-Stimme war weg und es war Ehemann-Stimme. Ehemann-Stimme? Ja. Okay, wir sind die Schlimmbecks übrigens. Ich liebe das mit dir, Podcast zu machen. Das ist super. Ja. Ich bleibe nicht lang. Also, die Leute sind gealtert. Und gut so, war es eine gute Alternative, es zu sterben. Auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall älter oder so alt wie alten Dreck. Ja, alt wie Dreck, ja, werden wir auf jeden Fall. Ja. Aber es war schön. Es war schön. Und der Zirkus Roncalli hat sich auch weiterentwickelt. Der ist auch nicht mehr der Alte geblieben, sondern der hat sich erneuert. Nämlich arbeiten die jetzt mit Projektionen und mit Holographien. Null Tiere. Keine Tiere mehr. Der Zirkus ist vegan. Obwohl wir sind nachher rausgegangen in der Pause und haben uns jeder eine fette Bratwurst reingehauen. Einfach nur, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ja.
Stefanie sogar ohne Brot, weil ihr der Weizen leid tut. Aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja. Ohne Scheiß, was macht die Gesellschaft deutsche, mit uns? Deutsche Wurst. Deutsche Wurst, alles andere ist Käse, oder? Das ist so gut. Der Spruch, übrigens geklaut bei der Titanic. Massiven Respekt. Okay, wir waren beim Roncalli, genau. Ja. Und das Geile war, und es ist unfassbar, wir waren da in so einer, in so Boxen gesessen, also so eine Art wie, wie sagt man da, so VIP-Boxen? Nee, oder? Das sind einfach so die Logen heißen die Dinger. Und vor uns war Manu Lubowski, the great Lubowski, the big Lubowski war da. Und Flo. Florian Odendahl von Soko 5113 und John war noch da. Und Stefanie und ich. Ihr seid so sexy Männer. Ja, echt, du hast dich gut gefühlt? Ja. Einfach mal so ein Upgrade, oder? Total. Ja. Ja, lauter gut, absolut, absolut. Und die waren alle dunkelhaarige Männer. Du warst der einzige Blonde. Ja, stimmt. Ja. Ja, voll rausgestochen. Okay, Manu hatte noch seine blonde Frau dabei und die Tochter. Ja, Mann. Dabei. Mann ist blond. Ach so, ja. Ich dachte, Manu hätte seinen Mann dabei. Das war schon eine Frau. War auch sehr einfach als Frau identifizierbar. Und die Tochter hatte auch so Locken wie unsere Tochter. Und John hat zu mir gesagt, ist das Emma? Und ich, nein, ist es nicht. Nicht alles erzählen, komm, weiter. Wie unsere Tochter heißt, okay, egal. Riesengeheimnis. Nee, aber nicht jedes Datei. Okay, wir waren beim Roncalli, das war super. Und neben uns, in diesen Boxen, es ist ein Loch. Ja, und, genau. Und das wegen der Sichtigkeit, das war nicht so hell, das war eigentlich ein bisschen dunkel da drin im Zelt. Und von der Perspektive, du bist in der Meinung, dass es könnte verspiegelt werden. Ja, oder genau. Verspiegelt sein. Also ich dachte eigentlich, es ist eine Holzwand neben mir und in der Holzwand ist ein ovaler Spiegel. Genau, und nicht wirklich Glas, aber dieses, weißt du, dieses billige so Circus. Sexy-Glas so, oder ja, Plastikfolie. Ja, oder ja so. Dieses ja. Glas, wo das, so die Figur. So ein Zerrspiegel, oder? Ja, ja, genau. Sowas. Und so, erstes Mal saß ich da und. Nee, warte, nee, wenn du das jetzt erzählst, dann ist die Story kaputt. Dann okay. Ist die Story kaputt. Okay, okay. Du hast sie eh schon. Ah. Oh komm! Sag's! Du ich saß da neben dieser Holzwand und neben mir war das, was ich für einen Spiegel gehalten habe. Und ich habe ein Bier getrunken und ich habe so miese Bierrülpser gehabt. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht in Stefanis Richtung rülpsen. Also habe ich immer so zur Seite rüber geblasen. Aber richtig ausgelassen. Richtig so genüsslich. Und ich dachte im Augenwinkel, ach, das ist ein Spiegel, da bin ich. Ja. Und habe einfach so zur Seite rüber gerülpst. Und dann irgendwann dachte ich mir, als ich nochmal gecheckt habe, oh, das ist doch gar kein Spiegel. Das ist ja, ach, das ist ein Fenster. Und dann dachte ich mir, hoffentlich ist da eine Scheibe drin. Da taste ich so. Und lege meine Hand so ganz entspannt auf den Rahmen und merke, nee, da ist keine Glasscheibe drin. Ich habe dieser Frau, die neben mir saß, locker fünfmal ganz, ganz miese Bierrülpser direkt ins Gesicht geblasen. Aber die saß halt einfach Schulter an Schulter mit mir. Also ich lehnte direkt an dieser Holzwand und sie auch. Also du bist kurz vorher da gesessen an der gleichen Stelle. Du, ich war kurz da und sie hätte eigentlich den Rücken zu mir gehabt und sie hat auch dunkle Haare. Mhm. So, ich war auch in der Meinung, das bin ich so. Ich habe mich so ein bisschen bewegt und genau in dem Moment ist sie sich umgedreht und genau in dieses Oval war ihre Ausschnitt für die Augen und wirklich richtig groß und es hat mich sowas von geschreckt. Ja, ja. Dass ich bin so, und sie selber muss sie lachen und es war. Okay, das heißt, du hast zuerst gedacht, du hast zuerst auch gedacht, das ist ein Spiegel. Total. Und dann plötzlich guckt die dich an. Total. Aber einfach doofe Sachen. Aber es ist mir, ich erzähle auch was schnell, was mir auch. Hau raus. Doofes passiert. Manche Leute glauben, Themawechsel, aber ich bleibe nicht lang, wie gesagt. Manche Leute glauben, es gibt Gespenster. Nee, manche Leute, ja, nee, nicht manche, viele Leute glauben, dass in der Filmbranche, das ist nur roter Teppich, man sieht sich schön an,
die merken nicht, die wissen nicht, dass wenn wir drehen, dass manchmal, wenn es Winter ist, es ist nicht, Die sehen die Kälte im Fernsehen nicht, oder? Nee, wenn es Sommer, nee, wenn es Sommer ist im Fernsehen, das bedeutet nicht, dass es wirklich Sommer war. wenn wir das gedreht haben. Weil am Donnerstag, habe ich gedreht, Leute. Das muss eine Sommerszene sein. Draußen, Party grillen. Das hat geregnet. Am Starnberger See. Ja, das hat geregnet, es war windig, das war so kalt, dass ich habe einen Teil von den Requisiten gegessen, weil jemand musste Fleisch grillen und ich habe einen Teil gegessen. Es war so kalt. Du weißt, wer Requisiten isst, kriegt auch kleine Kinder. Ne? Was? Das sagt man am Set. Ja, ich habe das hier zuerst gehört auf Schlimmbecks Podcast. Okay, zurück zur Story. Hast du den Spruch noch nie gehört? No! Der ist auch nicht mehr MeToo safe mittlerweile. Aber gut. Okay, Leute. Du hast die Requisiten gegessen. Hast du Ärger bekommen? Aber richtig. Echt scheiße. Richtig, der hat mich so angeschissen. Aber er hat gesagt, tut mir so sehr leid. Tut mir leid. Aber auch der Kameramann hat es auch getan. Wenn einer anfängt. Wir sind beide sowas von... Ja, der hat uns ein bisschen angeschissen, aber er musste auch lachen, weil ich habe gesagt, das war so lecker. Er hat gesagt, ja, wenn du das magst, jeder mag das. Und sagt, du, es war mir, ich war so kalt. Ja. Aber richtig dieses Kalt, wo mein ganzer Körper war heiß und meine Hände waren eiskalt. Ja. Das war sehr komisch, weil wir dachten, okay, Mantel an, okay, jetzt ausziehen und dann warten, bis die Einstellung so richtig ist. Und dann warten, bis wir das so, ja... kalt geprobt haben und dann quasi wir denken gedreht haben, also war eigentlich kalt gedreht auch. Das war eine kalte Drehung, so die ganze Fehlen, so Lichtfehlen, Einstellung Fehlen rauszuhaken. Ja. Und also erstmal mit Wärmedecken und Manteln geprobt oder? Nee. Ach schon, ohne auch schon. Mit und ohne. Ja, ja. Krass. Weil die Einstellung muss richtig sein, auch Licht richtig eingestellt, Bewegungen. Klar, Abläufe. Und es war so, so kalt. Und so, auch danach, inzwischen, wir haben eine Pause gemacht und ich war wirklich so kalt und mir ist danach so müde geworden, weil mein Körper aufzuheizen. Ich habe ein heißes Tee getrunken und ich bin in der Aufenthalts so Platz, was eigentlich nebenan in ein anderes Haus war. Wir haben on Location gedreht, nicht im Studio. Wir haben on Location und mir war so kalt, dass es beim Aufwärmen, ich bin eingeschlafen. Und ich bin eingeschlafen am Tisch. Das war so ein Tisch voll von so Komparsen und alles. Mhm. Und wir haben alle unsere Mantels an und alles. Und ich habe mein Kapuze über meinen Kopf gehabt. Und weißt du, den Kopf hängt runter. Ich bin aufgewacht und ich habe wirklich so eine... Es gibt jetzt dieses wunderschönes Braun, das jetzt momentan das Herbstfarbe ist. Also dieses Herbstbraun. Und so, ich hatte den Kopf hängen und ich habe gemerkt, ich sauber ein bisschen, so einen kleinen Fleck. Ich bin aufgestanden und habe gemerkt, dass der Fleck ist eigentlich, wie lang ist das? Wie lang ist das? So. Fuß lang, oder? Ja, 30 cm. So lang und wirklich so breit. So 5 cm breit und wirklich so von Dichtung her. Mein Daunenmantel hat vieles aufgenommen. So, das bedeutet, ich sauber seit längerem, so ungefähr eine halbe Stunde sah ich da, vollen Tisch von Komparsen, keiner weckt mich auf, keiner sagt was, ich bin aufgewacht, ich habe gemerkt, wie groß es war und es war so peinlich, dann dachte ich, es ist nicht peinlich, dann habe ich gesagt, oh ja, keiner weckt mich auf, ich habe gezaubert, hat er nichts zu sagen und jeder sagt, nö, er sagt, möchte keiner kein einziges Witz machen, ja, ja. Nicht lachen. Nee,
Möchten wir nicht. Die wahrscheinlich selber alle halb du, am Schlafen. Du warst müde, es ist okay. Was heißt, wenn ich herbstbraun zu tun? Und dann habe ich... die Jacke herbstbraun, oder? Nee, weil du könntest es deutlich sehen. Das ist nicht wie beim Schwarz oder irgendwas. Was war braun? Die Jacke? Ja. Ach so, okay. Die Farbe von meiner Jacke, aber diesen großen Fleck war nicht so übersehen. Ja. Und das war wirklich deutlich zu wissen, dass ich bin eingeschlafen und ich habe gezappert. Geil. Aber, ja. Ich liebe es ja im Zug, wenn Leute neben einem schlafen und du willst sie füttern, du willst ihnen was zu essen in den Mund stecken. Habt ihr das auch gemacht auf Klassenfahrten, wenn jemand neben dir geschlafen hat im Bus? Nee. Dass du ihm irgendwie Cookies in den Mund steckst oder sowas? Nee. Dass die essen im Schlaf? Nee. Nee? Nee. Weil die Leute, die können ersticken. Das ist doch der Spaß. Nein. Sowieso. Das war meine peinliche Geschichte. Habt ihr Eiswürfel bekommen in den Mund? Nein. Ich habe sowas nie. Du, ich war wirklich so brav. Nein, ich meine, wenn man draußen dreht und es ist so kalt, dass es nach Sommer aussehen soll, aber es ist so kalt, dass man diese Atemluft abgibt. Kennst du das? Aha. Wenn man diesen Dampf, diesen Rauch, diese kondensierende warme Luft. Wir haben nicht vom Sommer auf Winter. Das war Winter draußen und wir mussten Sommer spielen. Na genau, wenn es draußen kalt ist und du sollst Sommer spielen, aber man hat diesen Dampf, diesen Atemdampf. Weißt du, was ich meine? Da bekommt man manchmal Eiswürfel in den Mund, die man kurz vorher ausspuckt, bevor man dreht, damit keine warme Luft aus dem Mund kommt. So eine Kälte war das nicht. Das war wirklich so eine, es war warm und es ist gerade kalt geworden, wenn. Ach so, okay. So mit Regen und dunkle Wolken und dann 5 Minuten später, die Wolken waren weg, das war sonnig. Mhm. Und dann, halbe Stunde später hat es nochmal geregnet. Das ist ja das Beschissene. Das wissen ja ganz viele Zuschauer oder Zuhörer gar nicht. Die vom Film, die müssen ja immer, wenn die eine Szene aus der einen Perspektive drehen, dann umschneiden auf die andere Richtung und dann muss das Licht wieder passen. Das heißt, wenn du irgendwie in der Einstellung jetzt auf Stefanie zum Beispiel, es ist bedeckt und es sind keine harten Schatten und dann schneiden sie um auf mich und dann sind alle Wolken weg und du hast total scharfe Schatten, dann sagt der Kameramann oder der Assistent, sagt, können wir nicht verwenden. Wir müssen warten, bis wieder Wolken da sind. Es ist... Draußen drehen ist das Schlimmste, weil du einfach das alles nicht unter Kontrolle hast. Es war wirklich, es war hardcore. Und dann wir am ersten Tag, dass wir gedreht haben, und das eigentlich dürfte ich so das nicht erzählen, aber... Wir erzählen es trotzdem, weil gar nicht so viele Leute im Podcast hören. Unser Aufenthalt ist an einem Holzhof. Mhm. Und es gibt eine bestimmte Holz, wo ich allergisch drauf bin. Und bis ich von der Kabine zum Umziehen zu der Maske war und ich habe mich hingesetzt und begrüßt und alles ich habe mich gedreht und sie wollte mich schminken, sie hat mich angeschaut und sagt, Stephanie, alles okay? Und ich bin so, ja, alles ist okay. Sie sagt, schau dir mal an den Spiegel. Meine Augen waren zu geschwollen, meine Lippen waren aufgeschwollen, meine Backen, alles war aufgeschwollen. Ich hatte eine allergische irgendwas von dem Holz am Hof. Und ich habe nicht gewusst, was ich tun sollte. Dann habe ich reingeschmissen, ungefähr 6 Stück. Hat die Zunge auch aufgeschwollen? Ja, das war so schlimm. Und ich habe 6 Stück von diesen Antiallergiker. Loratadin? Ja. Und innerhalb, sagen wir, das hat ungefähr 3/4 Stunde gedauert. Und ich habe ihr, sie konnte nicht mal meine Augen schminken. Ich musste die so auseinanderhalten. Und sie hat gesagt, was machen wir? Ich sagte, du, wir warten, das sollte alles in Ordnung sein. Und bis der Einstellung war, 3/4 Stunde später, ist alles zurückgegangen. Krass. Hast du geweint? Nee, ich hatte so einen Schock gehabt, dass ich habe gesagt, du, keiner bitte, keinem erzählen, weil ich möchte nicht am Set, dass die sagen, oh, warum bist du so kompliziert oder du bist, ja, wer bist du dann? Du bist uns unwichtig oder einfach geh nach Hause. Ich wollte nicht einen Job verlieren. Ah, das ist jetzt beschissen. Ja, genau. In dem Augenblick, wo irgendwas passiert, wo du auch gar nichts dafür kannst, bist du trotzdem keine kompliziert. Schwäche, ja. Darfst keine Schwäche oder dass du krank bist oder du musst da sein und fehlt. Es ist wie jeden anderen Job. Gut, dass du Loratadin dabei hattest. Ja, aber es ist wie jeden anderen Job. Du musst da sein und gesund sein und bereit sein zu... Und fähig. Darfst du erzählen, was du gedreht hast? Ja. Ja, ist ja schon auf IMDb zu sehen und auf Crew United. Ich habe eine Folge, ich bin in einer Folge, so nur so
eine kleine Rolle in der neuen Serie Pan Tao. Pan Tao. Wer von euch erinnert sich noch an Pan Tao? Keine Antwort. Das habe ich als Kind immer geguckt. Das war eine tschechische Kinderserie. Und es wird auf Englisch? Ja? Mhm. Okay. Auf Englisch gedreht. Dann hast du Englisch gespielt quasi. British English. British. Yes. Oh, that's jolly good. Love. I know. One time I said one of my lines and she was like, oh, can you like tone your voice down a little bit? And I said, well, you wanted a party, you wanted me like, and she was like, no, just bring it down a little bit. I was like, okay, I'll bring it down a little bit. But und das Ganze auf Deutsch nochmal? But this, yeah, aber das, sorry. Das war sehr bürokratisch. Nein, ihr versteht ja alle Englisch, oder? Und, das ist auch was ich finde, auch von der ganzen Produktion toll war. Wir haben eine Frau in der Regie. Ja. Ja. Super. Habt ihr euch dann umarmt? Ja. Habt ihr euch Fistbumps gegeben? Hey, Girl Power. Breastbumps. Breastbumps? Sehr gut. Wäre ich gern dabei gewesen. Ja. Yeah. So, ja. Yeah. Okay. So, das war auch eine geile Sache. Und haben die deutschen Schauspieler Deutsch gesprochen, die da waren, oder musste jeder Englisch sprechen? Es war Englisch, Englisch und Englisch. Okay. Weil früher gab es so europäische Koproduktionen, da haben die Deutschen Deutsch gesprochen, die Franzosen Französisch, die Engländer Englisch. Was meinst du? Hinter der Kulissen, oder? Nee, im Dreh. Nee, und nachher wurde es dann so in die jeweilige Landessprache synchronisiert. Alles Englisch. Okay, cool. Cool. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch in England zu sehen sein, oder? Auf jeden Fall. Geil, Leute. Pan Tao. Wer hat produziert? Ist es Netflix oder Amazon? Oder? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Wir finden es raus. Aber wer sich nicht mehr erinnern kann, Pan Tao war so eine Figur. Das war so ein Mann im dunklen Anzug, der hatte eine Melone auf und hat sich, der konnte zaubern, der hat nie gesprochen. Und er hat immer an seine Melone getippt oder so komische Kreisbewegungen gemacht und hat dann gezaubert, indem er, wenn ich mich nicht irre, immer Leuten, die Probleme hatten, eine Art Perspektivewechsel gezeigt hat. Ne? Arme Leute wurden auf einmal reich oder Reiche wurden arm oder sowas in der Art. Und wie war es bei dir? Worum ging es in deiner Story? Liebe. Ja? Ja. Ja? Ja. Oh, schön. Liebe und Versöhnung. Okay. Zwischen zwei Frauen? Sage ich nicht. Okay, wir werden es uns angucken. Pan Tao. Mann, ich würde auch ganz gerne mal wieder was drehen. Wann war das letzte Mal, dass ich was gedreht habe? Das geht dir momentan so gut und du denkst an was anderes. Junge. Ja, Filmen macht Spaß. Allerdings ist es auch wirklich stressig, wenn das Wetter nicht mitspielt. Das stimmt schon. Sei froh. Ja. Mag dein Ding jetzt drinnen. Okay. Der Hund hat meinen Schuh. Der Hund hat deinen Schuh. Ist das deiner? Ja. Ist doch der von unserem Sohn, oder? Ich hasse den nicht mehr. Ist rausgewachsen. Ja. Nichts wie Privates erzählen. Genau. Okay, gut. Ja, vielen Dank für die schöne Geschichte. Ablenkung. Haha. Was habe ich denn heute, was habe ich denn noch Schönes zu erzählen? Ich habe noch auch ein paar. Ich bedanke mich jetzt alle zuerst mal bei meinen ganzen Supportern, bei meinen Schlimmbäckchen. Und hier verabschiede ich mich auch. Ja, willst du mit mir gemeinsam die Namen vorlesen? Nein. Doch, vielen Dank an Sebastian Lauterbach. Ben Schlimmbeck. Dankeschön an alle. Ja. Andreas Hartig. Douglas Stahl. Ich habe meine Pläne. Erkan und Stefans Bunny. Tina Gabriel, Alex van Laak, Leon Borg, Elka Tivo, Dirk Hoffmann und Party Klaus. Party Klaus. Und dann noch an meine Schlimmpresarios. Die bekommen jeweils eine Fanfare. Dennis Place. Und Katrina Messinger. Ich spiele die Fanfare dann später ein. Da okay. Kommt dann der Dings. Da kommt dann der House of Pain, die Fanfare von House of Pain. Kennst du die? Da, 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 da. Von wem ist das Sample? Ich habe mich das letzte Mal schon gefragt. Ich dachte immer Sam and Dave, aber es gibt zwei andere, die so auf Stax Motown oder irgendwo. I don't know. Harlem Shuffle. Von wem war Harlem Shuffle? I don't know. Bob and Earl!
Bob und Earl. Kennst du Bob und Earl? You forgot someone. Nee, die habe ich vorher schon genannt. Den habe ich gestrichen. Oh, okay. Den habe ich oben schon genannt. Nee, das ist eine Liste. Da habe ich nämlich damals den Sebastian Lauterbach vergessen und habe mir gedacht, den nenne ich jetzt nochmal bei den Schlimpresarios. Mhm. Ja. Wer bewegt sich denn da so ganz langsam, unauffällig aus? Verabschied doch, dich doch anständig. Leute, ich verabschiede mich. Hm? Ja, gut, sehr gut. Visually? Ja. Und vocally. Genau. Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bei Schlimbecks Podcast warst. Das hat mich sehr gefreut. Tschüss. Mua. Beste Frau der Welt. Ciao. Und jetzt rücke ich in die Mitte des Geschehens. Mal gucken, ob das irgendwie optisch Sinn ergibt. So. Ah. Ein, zwei Sachen habe ich euch noch zu erzählen. Genau. Oh, ich war im Hotel in, wie hieß dieser gottverlassene Ort? Wolfsburg. Genau. Ich habe die komische Nacht gespielt in Wolfsburg und mit dabei waren ganz tolle Comedy-Kollegen. Ich habe mich tierisch gefreut, Götz Frittrang wiederzusehen. Dr. Pop war da, Bastian Block, mit dem habe ich ja letzte Woche den Podcast gemacht, direkt nach der komischen Nacht. Und Michael Schönen, ganz geil. Götz Frittrang und Michael Schönen sind beide total schlank geworden. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir das jetzt endlich auch vorzunehmen. Also vielleicht sehe ich jetzt hier auf Kamera nicht so dick aus, aber 5 Kilo zu viel habe ich auf jeden Fall. Steffi und ich gehen auch öfter gemeinsam ins Fitnessstudio, aber nur um zu dampfen. Jawohl, die Geräte fasse ich nicht an. Das Blöde ist, in dem Augenblick, wo dich alle so ein bisschen kennen und wir wohnen auf dem Land, also schau, der Simbeck, jetzt geht er trainieren, der Simbeck. Der kann ja gar nichts. Schau mal, wie viele Gewichte der auflegt. Jetzt pass auf, jetzt film ich den einmal. Jetzt pass auf, hast den drauf. Pass auf, das tun wir jetzt gleich auf Instagram Stories. Was hat denn der für Hosen oder ist er überhaupt nicht vorbereitet? Also genau, das ist so das Ding, wo ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Und deswegen wir haben zu Hause so einen kleinen Elliptical oder Cross Trainer oder wie man sowas nennt. So eine Art Langlauf-Simulierer. Nee, man läuft ja irgendwie so auf, mit den Beinen hoch und runter. Arme vor und zurück. Irgend so ein komisches Ding. Sowas haben wir. Das mache ich hin und wieder. Und wir haben eine Rudermaschine und dann gehe ich noch mit dem Hund. Das ist meine Fitness. Und dann mache ich das, was auch Götz und Michael gemacht haben, nämlich Intervallfasten. Ich würde mich interessieren, ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt. Einfach ein gewisses Intervall am Tage nur zum Essen zu nutzen. Also quasi, ich denke mal, einfach 6 Stunden oder 8 Stunden lang kannst du essen, was du willst und die übrige Zeit trinkst du halt einfach nur. Und das habe ich mir vorgenommen. Ich werde jetzt anfangen mit Intervallfasten. Das Blöde ist nur, in unserem Berufssegment ist es oft so, dass du um 22 Uhr von der Bühne kommst und kurz vor der Show willst du nichts essen, weil du hast dann das ganze Essen im Magen und dann ist dann eben auch das Blut im Magen und du brauchst es eigentlich im Gehirn. Und deswegen nimmst du dir vor, dann nach der Show noch eine kleine Mahlzeit zu dir zu nehmen. Und dann würde quasi das Ende meines Intervalls auf 23 Uhr rücken. Das heißt, ich müsste dann halt schon um 15 Uhr aufhören zu essen. Und ich müsste bis 15 Uhr warten, bis ich erst was essen kann. Und das wäre ein verdammt langer Tag, vor allem wenn du reist. Deswegen... wahrscheinlich muss ich es so legen, dass ich nach dem Auftritt einfach nichts mehr esse oder mir einfach nur ein Süppchen, eine kleine Brühe mache. Ist das okay beim Intervallfasten? Wo sind die Ernährungsberater unter euch? Egal. Also wer eine Idee hat, wie ich es machen könnte. Mein Problem ist, ich frühstücke im Hotel vielleicht, ne? Und ich, dann bin ich unterwegs, dann reise ich. Ich komme meistens gegen 15 Uhr am nächsten Auftrittsort an und habe dann Zeit, bis 20 Uhr die Show beginnt und die Show ist um 22 Uhr zu Ende. Und dann ist man doch meistens auch noch ein bisschen gesellig und trinkt mit den Kollegen noch ein Bierchen. Also ist nicht so einfach, ihr bekommt es schon mit, ne? Also, jedenfalls, ich war auf der komischen Nacht in Wolfsburg, in der wunderschönen Autostadt Wolfsburg, in der seelenlosen, um die Volkswagen-Fabrik herumgebaute Stadt. Ingolstadt ist ja auch viel, viel, viel Fabrik, aber wir haben noch eine historische Altstadt.
Okay, so schlimm war es nicht. Es waren tolle Leute da, toll, nette Leute. Basti hat zum allerersten Mal Komische Nacht gespielt und hat sich auch gut, sehr gut geschlagen und wird hoffentlich wieder gebucht. Und danach sind wir ins Hotel und am nächsten Morgen, und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass es im Zimmer keine Bitte nicht stören Schilder gab. Und ich bin einfach ins Bett und sofort eingeschlafen, weil wir den Podcast ja nachts noch aufgezeichnet hatten. Und am nächsten Morgen um 8:15 Uhr klopft es an meiner Tür und ich so aus dem Schlaf aufgewacht und sage, ja. Und dann sagt eine, sind Sie da drin? Und ich sage, ja. Ich meine, wer hätte sonst antworten sollen? Jemand, der, also sie hat an die Tür geklopft und aus dem Zimmer hat jemand ja geantwortet und dann fragt die auch noch, sind Sie da drin? Und ich sage ja. Im Augenblick war ich mir schon, irgendwie hat mein Gehirn angefangen zu rattern, wie bescheuert das alles ist. Und dann fragt die mich tatsächlich, wie viele Minuten noch? Was einfach gar nicht geht, oder wie viele Minuten noch? Und dann dachte ich mir, oh Gott, schau auf die Uhr, was will die jetzt wissen, wie viele Minuten bist du noch im Zimmer? Ich hatte mir vorgenommen, sowieso um 8:45 Uhr dann aufzustehen und zu frühstücken und mich dann, weil um 11 Uhr ging mein Zug, dann schaust du auf die Uhr, dann bist du auch schon wach, oder? Wenn du in dem Augenblick, wo du auf die Uhr schaust und Minuten ausrechnen musst, dann bist du wach, oder? Und dann sage ich, okay, 45 Minuten, weil ich dachte, ich lege mich noch mal ganz kurz hin. Dann sagt sie, gut, dann komme ich um 10 Uhr wieder, weil ich frage nämlich, weil ich muss das Zimmer für den nächsten Gast herrichten. Ich dachte, habe ich doch die Tür gerufen und gesagt, ich dachte, Checkout ist um 11. Ja, aber ich mache jetzt alle Zimmer. Ey Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Zuerst dachte ich, ich kann noch weiter schlafen, aber dann war ich einfach auf 180, weil geht einfach nicht, oder? Das geht doch nicht. Also selbst wenn die an der Tür klopft und sagt, schlafen Sie noch, ja, dann komme ich später, wie auch immer, ich sage dann unten an der Rezeption Bescheid. Aber erstens, wie viele Minuten noch? Und ich komme dann aber in 45 Minuten, ja, und also dann bis später. Und die hat dann nicht aufgehört, ne? Also dann bis um 10 Uhr, ja, dann sind Sie aber wach. Und ich dachte mir echt, irgendwann habe ich nicht mehr geantwortet. Und sie so, hallo, sind Sie noch da? Ja, ich komme runter zum Frühstück und dann habe ich vor allem gehört, dass sie nach mir an den anderen Türen auch überall geklopft hat und dass sich dieses ganze Spiel wiederholt hat. Und ein Kollege ist mega hart ausgerastet. Der hat dann unten als wir dann gemeinsam unten beim Frühstück getroffen haben, hat er die Hotelbesitzerin echt mega angeschnauzt. Er hat sich dann bei mir noch entschuldigt später, auf Insta mir geschrieben und meinte, normalerweise ist es nicht meine Art, weil der hat den Schlüssel auf den Tisch geknallt bei ihr und sie hat gesagt, ey, das macht man aber auch nicht, sagt man, man lässt die Gäste auch schlafen. Und dann sagt sie, wie ist Ihr Name? Ich muss Sie auschecken. Und dann ruft er, googeln Sie mich. Mega gut, googeln Sie mich. Wahnsinn. Aber manchmal ist man so auf 180, dass man sich denkt, das lasse ich mir nicht bieten, was muss ich mir überhaupt bieten lassen? Und wir haben das aber auch. Und dann hat die Betreiberin von dem Hotel oder Geschäftsführerin oder keine Ahnung, die halt dann da waren am Morgen. Die hat sich aber auch so gebahrt, als sei es auch ihr Laden, ne? Und die sagte dann, ja, wir machen halt alle Zimmer fertig und wir haben keine Bitte nicht stören Schilder und alle anderen waren ja auch schon beim Frühstück. Und wir haben gesagt, ja, was interessiert uns denn, was alle anderen machen? Das hat doch für uns nichts zu gelten. Wenn ich nachts um 1 von der Show komme und dann noch schlafen möchte, dann hat es doch nichts damit zu tun, was ihr der anderen Gäste tun. Ja, wir haben bis jetzt noch nie Beschwerden bekommen. Und haben wir gesagt, dann machen wir hiermit den Anfang. Und hat sie gesagt, damit können wir schon leben. Beschweren Sie sich ruhig, damit können wir leben. Wahnsinn, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Scheißhütte hieß. Aber ich habe zum allerersten Mal auf Google eine Bewertung hinterlassen. Statt 5 Sterne nur 3. Ist ja auch nicht so böse, oder? Aber ich finde, sowas geht nicht, oder? Ich habe gesagt, besorgt euch doch mal bitte Nicht-Stören-Schilder für eure Tür. Dann muss man sich morgens nervende, wie viele Minuten noch Gespräche mit der Reinigungskraft ersparen oder so. Irgendwas in der Art. Naja, das hat mich hart genervt. Genau. So, was noch? Genau. Oh ja. Geil, geil. Wir hatten einen Erkan und Stefan Auftritt, das habe ich mir notiert. Und da kam einer und sagte, Leute, ihr müsst unbedingt meinen Chef kennenlernen. Ne? Der Chef hat da an der Bar gearbeitet, da wo wir aufgetreten sind.
Und dann schleppt er den Chef an und dann kommt der Chef und sagt, ach ja, ihr macht die alte Leier wieder, oder? Ich dachte mir, halt dein Maul, oder? Na, egal. Egal, ihr macht die alte Leier. Manche Leute müssen einfach immer ihre Klappe aufmachen. Ich misch mich doch auch nicht ein, was du beruflich machst, oder? Ich komme doch nicht zu dir und erzähle dir, das habe ich in meinem vorletzten Podcast schon erzählt, zumindest der Grundtenor, was du machst, daran glaube ich nicht. Halt die Fresse, Digga. Macht ihr die alte Leier wieder. Ja, also fand ich völlig uncool. Gut, eine letzte Notiz. Ich blätter hier voll laut um. Oh ja, genau. Im Zug ist mir jemand auf den Schoß gefallen. So geil. Ich saß im Zug und plötzlich machte der Zug so einen Rüttler von links nach rechts und es lief gerade eine Frau das Zugabteil entlang und genau als es diesen Rüttler tat, weil der Zug wohl über eine Weiche gefahren ist, ist die mir einfach in den Schoß gefallen. Die lag einfach plötzlich direkt vor mir in der Bank und so, oh Gott, es war ja sowas von mega peinlich und sie so, Entschuldigung, ich habe das Gleichgewicht verloren. Ich dachte mir, was ist das für ein geiler Trick, oder? Habe ich auch gesagt, mit so miesen Tricks brauchen sie mir nicht zu kommen. Ich habe doch genau gesehen, dass sie mich erkannt haben und mit mir ins Gespräch kommen wollen. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich es auch irgendwann mal mache, wenn ich durchs Zugabteil gehe und ich sehe eine, mit der ich ins Gespräch kommen möchte. Oder vielleicht jemanden Prominenten. Geil, oder? Einfach so tun, als würde man kurz ausstellen, Schritt nach links und dann nach rechts und dann einfach der Person voll vor die Füße fliegen. Okay, man weiß ja nicht, ob der vielleicht einen heißen Kaffee auf seinem Ausklapptischchen stehen hat. Ne? Das wäre vielleicht dann problematisch. Vielleicht sollte ich mir das... Genau, ich mach's so. Ich laufe einmal an ihm vorbei und checke die Lage, ob da irgendwas ist, womit ich ihn oder sie oder mich verbrühen könnte. Und dann auf dem Rückweg mache ich den geilen Stolperer und falle dieser Person einfach in den Schoß. Ja, warum nicht, oder? Kann man doch einfach mal machen. Oder einfach nur Anmachtipp an euch. Ne? Einfach jemanden unauffällig draufspringen. Herr Schlimmbeck, wie kommen Sie auf diese Idee? Das hat der Florian Simbeck mir in seinem Podcast erzählt. So, genau, das wäre ein schöner Plan. Und dann einfach nur danach sagen, oh nein, Entschuldigung. Gut. Also, Leute, jetzt mache ich genau eine schöne Geschichte noch. Wir waren beim Ringelstädter. Sagt euch das was? Hannes Ringelstädter. Das ist ein bayerischer Kabarettist, der im bayerischen Fernsehen jetzt eine coole Talkshow hat, namens Ringelstädter. Da waren wir eingeladen. Caro Matzko ist dort Sidekick. Kann man Sidekick sagen? Sidekickin. Die ist auch bekannt von Matzko und, ja, sag mal, wie heißen die beiden Mädels von, oh Gott, wie stehe ich auf dem Schlauch? Jetzt würde ich ganz gerne kurz googeln können. Aber es kann ich nicht, weil Google in meinem Handy drin steckt. Ich kann jetzt nicht mich filmen und nebenbei, dann würde sich der Filmflow unterbrechen. Okay, vielleicht könnt ihr nebenbei googeln. Die beiden Sängerinnen heißen Suchtpotenzial, richtig? Und... egal. Die auf jeden Fall, die Caro Matzko macht mit der einen Sängerin von Suchtpotenzial einen coolen Podcast. Und die ist Sidekick bei Ringelstädter. Und der liebe Hannes Ringelstädter ist der ältere Bruder von einem, mit dem ich früher gemeinsam während meines Jurastudiums in Regensburg, in Regensburg im Studentenwohnheim gewohnt habe. Jawohl, jetzt ist der Kreis geschlossen und... genau, da war ich in der Sendung und es war Markus Wasmeier war in der Sendung mit uns im Talk. Wie geil, da war sie. Wer öfter mal durch Bayern fährt, an der A8 entlang, der sieht da vielleicht dass diese braunen Autobahnschilder, diese blöden, langweiligen Schilder an der Autobahnausfahrt. Da gibt's eins, wo er drin verewigt ist, denn er hat nämlich ein Freilichtmuseum, wo er alte Bauernhäuser quasi, die irgendwie abbruchgefährdet sind oder die er quasi, um sie zu bewahren, dorthin transportiert auf dieses Gelände und dort wieder aufbaut. Und dann kann man sich das Markus Wasmeier Freilichtmuseum anschauen. Der einzige Mensch, der einzige lebende Mensch, der auf einem von diesen braunen Autobahnschildern drauf ist. Cool, oder? Ja,
Und auf jeden Fall, da war sie, ist mega cool. Was für ein entspannter, geiler Sunny Boy. Hat mich mega gefreut, Markus Wasmeier dort kennenzulernen. Wir haben auch noch ein bisschen rumgespasselt mit ihm, aber eine krasse Geschichte gibt es jetzt nicht. Aber ich muss einfach nur sagen, manchmal bin ich selber auch komplett starstruck und freue mich, jemanden Prominenten kennenzulernen und würde dann, da würde ich mich nicht mal trauen, den guten Alten im Zugabteil in den Schoß springen Trick zu vollführen. Und das war auf jeden Fall cool. Wir haben den Vasi kennenlernen dürfen und danach sind wir ins Auto gestiegen und sind nach Wien gefahren. Wir hatten einen Fahrer, der hat uns da nachts noch hingeballert in so einem geilen BMW Viertel vor Achter. 7:45, ihr wisst, was ich meine. Rap Talk. Niggas gonna hate, cause I drive a quarter to eight. Von wem ist die Rap-Line? 50 Cent. Genau, auf jeden Fall. Und dann sind wir nachts um 2 oder so in Wien angekommen und hatten am nächsten Tag Pressetag. Wir waren bei Ö3 im Radio und ich habe Rolf Lehmann wieder kennengelernt, wieder getroffen. Rolf Lehmann war damals bei Radio Energy Club Med, wo wir damals angefangen haben mit Erkan und Stefan, weil er damals in unserem Alter und war, ich glaube, der hat die Sportshots oder irgendwas hat er gesprochen. Ich glaube, der hat die Sportnachrichten gesprochen. Das war eine Comedy-Radiosendung und da war auch, glaube ich, Arne Elsholz, die Synchronstimme von Tom Hanks, der leider auch nicht mehr am Leben ist, also Tom Hanks schon, aber Arne nicht mehr. Der hatte auch öfter mal Texte für uns eingesprochen, Werbungen und so weiter, also Spaßwerbungen. War eine geile Zeit bei Club Med. Und Rolf Lehmann war da und der ist damals dann sehr schnell nach Österreich gegangen, nach Wien zu Ö3 und dann betreut dort Comedy und Unterhaltung, glaube ich. Und tja, wir haben ihn wieder getroffen nach über 20 Jahren, 25 Jahren, wie geil. Auch kaum gealtert, super sympathisch, mega geil. Schöne Grüße an dieser Stelle, Rolf, falls du es hörst. Hat mich tierisch gefreut, dich wiederzusehen. Und dann haben wir noch Interviews gemacht für irgendein Schick-Magazin. Da haben wir noch Interviews gemacht für ORF Online. Ich weiß nicht, ob das dann Videotext ist. Entschuldigung. Und wir waren dort im Globe Theater. Da treten wir nämlich auf am 1. November. Und dort haben wir dann noch ganz viel Presse gemacht im Backstage. Und am selben Abend, an dem wir dort Presse gemacht haben, kam am Abend eine Stunde später nach uns, wir konnten leider nicht warten, John Cleese von Monty Python. Wie geil, der kam danach in unser Backstage, weil er dann einen Auftritt hat mit Michael Niavarani, glaube ich. Ein Comedy-Programm, auch mit Einspielern und Videoeinspielern von Monty Python und so weiter. Keine Ahnung, womit sie den Saal mega proppevoll bekommen. Videoeinspieler können wir auch eigentlich, ja, aber trotzdem, hey, Respekt, hey, John Cleese, ich hätte ihn gerne gesehen. Ich habe dann tatsächlich noch einen stehen lassen in dem Backstage, um so ein kleines bisschen ihn zu kontaktieren. Weißt du was? Wer weiß? Und eine Stunde später den Raum betritt, denkt sich, okay. Ja, das war ich, lieber John Cleese. So, danach sind wir dann nach Hause gefahren. Das war unser Pressetag in Wien. Kamen dann nachts um 1 oder 2 und bei uns im Augenblick ist überall Baustelle. Der Fahrer, der mich noch nach Hause gefahren hat, der war schon so hundemüde, der hat sich schon immer auf den Oberschenkel gehauen, um nicht einzuschlafen. Ich habe ihm angeboten, dass ich das Steuer übernehme. Er hat gesagt, das darf er aber nicht. Wir haben Pausen gemacht und so weiter. Aber wie es halt immer so ist, ne? Wenn du mal müde bist, bist du müde. Und ich habe ihn dann gebeten, nachher sich einfach hinzustellen und zu parken und die Augen zuzumachen und dann weiterzufahren. Und habe ich zu ihm gesagt, und wenn du hier rauskommen möchtest aus diesem Ort, da ist Baustelle, da ist Baustelle, da ist Baustelle, fahr hier lang, geradeaus, dann biegst du rechts ab, dann unter der Autobahn durch und dann kommst du auf jeden Fall raus, alles andere ist zu, sorry. Am nächsten Morgen sagt meine Frau zu mir, du, da unter der Autobahn, da ist jetzt auch gesperrt, dafür ist die ganz einfache Strecke, die direkt zur Autobahn führt, wieder auf. Das heißt, ich habe den armen Fahrer, der eh schon total übermüdet war, wieder irgendwo hingeschickt, wo er nicht weiterfahren konnte. Das tut mir so leid. Also sorry an dieser Stelle. Genau. So Leute, das war's. Also gestern Abend war ich, wie ihr unschwer feststellen konntet, in Krefeld im Jazzkeller. Ich bin demnächst auch in
spiele ich mein Solo? Ja. Oh shit, wo spiele ich denn mein Solo? Nicht in Bonn. Ich spiele mein Solo. Guckt auf meine Seite, floriansimbeck.de/Termine. Aber ich bin am Donnerstagabend, also morgen Abend, bin ich bei FC Bayern Basketball und guck mir und darf dort quasi im Stadion sein. Und da freue ich mich sehr. Das hat der John klar gemacht. Da freue ich mich mega, dass wir da eingeladen sind. Darf ich endlich mal FC Bayern Basketball aus nächster Nähe sehen. Die Brose Baskets durfte ich vor vielen Jahren schon mal mir angucken. Aber es ist halt oft so, ich habe entweder keine Zeit zu den Spielen zu gehen oder ich genieße die Zeit zu Hause. Oder Filmleute werden halt nur zu Filmevents eingeladen. Comedy-Leute nur zu Comedy-Events. Sportleute nur zu Sport-Events. Und es gibt da viel zu wenig PR-Ladies, PR-Damen, die auf die Idee kommen, Leute auch mal aus anderen Bereichen einzuladen. Genau, aber ich freue mich da sehr auf das Spiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen, aber es ist ja wohl erste Bundesliga. Könnte ganz geil werden. Und am Samstag bin ich in Burghausen, Leute. Am Samstag ist Comedy Nacht des Grauens und da freue ich mich sehr auf Hani Hu. Nelly Amiri, oh, der Perseranteil ist ziemlich hoch. Ist Hani Perser? Nee, Hani ist gar nicht Perser. Hani Hu ist aus Afghanistan, jawohl. Mascha von Rascha kommt, der Name ist Programm, die kommen aus Russland. Jan Preuß kommt, da freue ich mich auch, Jan Preuß. Und der Eumerer. Die Bayern wissen, was damit gemeint ist, das ist der von der Alm, der Almerer. Der Eumerer. Ich kenne ihn noch nicht, da bin ich sehr gespannt. Alle anderen Kollegen kenne ich schon. Freue mich darauf. Also Nelly Amiri, Hani Hu, Mascha von Rascha, Jan Preuß, der Eumerer und ich halte den ganzen Laden zusammen. Und genau, das sind unsere Auftritte am Samstag. Und am Sonntag bin ich in München bei Erkan und Stefan. Und dort spiele ich den Stefan und zwar im Zirkus Krone. Das ist unser größter Auftritt seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, 1400 Leute gehen da rein und wir packen auch die Gästeliste proppe voll. Also Friends and Family, meldet euch, alle anderen, holt euch die Karten. Sonntag, Zirkus Krone. Vielen, vielen Dank nochmal an alle meine Schlimmbäckchen und Schlimmpresarios und Schlimmbonatoren. Wenn ihr auch genannt werden wollt am Ende des Podcasts oder mittendrin oder auf jeden Fall meinen starken persönlichen Dank haben wollt, dann meldet euch an bei patreon.com oder bei steadyhq.com/de/. Oh Gott. Ach ja. Wer ist denn da? Wer schleicht hier so langsam die Treppe runter? Vermutlich ist es der Junge, der seit zwei Tagen nicht, wie ich weiß, was er tun soll, weil Fortnite unten kaputt war. Das ist das Geilste. Hey, Fortnite hat einfach am Sonntagabend das Ding alles in ein großes schwarzes Loch stürzen lassen und keiner weiß, was los ist. Die Kids völlig orientierungslos, Nervenzusammenbrüche. Ich dachte eigentlich, Season 11 sollte beginnen oder Season 12 oder ich weiß es nicht. Dann irgendwann haben sie irgendwelche Zahlen auf den Bildschirm geschickt, wo die Kids angefangen haben zu spekulieren. Ich glaube 11, 146, 15 und 10? Ich weiß es nicht. 60? Ja genau, nee, 62. Richtig. 11, ich habe es entschlüsselt, 11 Seasons, 146 Chests, genau, Kisten, wo es Sachen zu finden gibt, oder kann es sein? Dann 15, weiß ich nicht mehr, und 62 Tage hat eine Season. Ich glaube, das war es, was es bedeutet hat. Na egal, auf jeden Fall, Fortnite war down. Ich weiß nicht, ob es wieder hoch ist. Ich habe es selber jetzt tatsächlich auf Twitter verfolgt. Aber ich habe auch viel gelesen von Eltern, die sagen, ach, es ist so schön ruhig zu Hause. Die Kids sitzen irgendwie, haben sich alle Fingernägel abgebissen, wissen nicht, was passieren wird, sind jetzt in psychologischer Behandlung. Keiner weiß, was passieren wird. Wird es Fortnite wieder geben? Werden alle Skins, die sie gekauft haben, wieder da sein? Wahrscheinlich habt ihr die Antwort jetzt schon, jetzt wo der Podcast läuft. Ich weiß es aktuell noch nicht. Ich drücke euch allen die Daumen. Ich beschließe den Abend mit einem Fortnite-Dance für euch. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Schlimmbecks Podcast. Servus.
Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür 2 Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady, wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!